Und wenn jemand sagt im Bekanntenkreis, Mensch, mach das lieber nicht so, hör lieber auf, sei vorsichtig bei dem, was du da machst, dann kreieren die ein Stück deiner Lebensrealität, wenn du auch nur ein kleines Stück dieser Gedanken in deinem Geist zulässt. Ja, das war es, was ich euch vorhin noch sagen wollte, was die Anna noch gesagt hatte. Und dann sagt jemand aus der Familie, den du sonst sehr schätzt, ja, aber das kannst du doch nicht machen, Mensch. Wer bist du denn? Das haben doch andere auch schon versucht. Und warum soll das bei dir gerade klappen? Mensch, pass bloß auf, bei dem ist das schief gegangen und den kenne ich, bei denen ist das schief gegangen. Und wenn solche Gedanken in deinen Kopf zu reifen beginnen, dann schaffen die Gedanken von anderen Menschen in deinen Lebensumständen Zweifel und Unsicherheit und es macht sich dann in dein Verhalten bemerkbar und in den Umständen deines Lebens. Und so bringen dich oftmals gut gemeinte Ängstlichkeit von anderen Menschen, von Menschen, die dir auch wichtig sind, von deinem eigenen Weg ab und bring dich selbst dazu, Dinge zu schaffen, die du eigentlich nicht haben willst. Ja? Nur weil Gedanken anderer Menschen in deinem Geist Schaden anrichten und dich so in eine unerwünschte Richtung führen. Und das ist so wichtig, sich dessen bewusst zu sein und da ganz doll aufzupassen, keine Gedanken von anderen Menschen, die nicht erwünscht sind, zuzulassen, sondern einfach die zu erkennen als das, was sie sind. Das ist nur eine Meinung von einem anderen Menschen, der aus seiner Erfahrung heraus denkt, dass die Meinung richtig ist. Ja, aber die ist für den Menschen richtig, wunderbar, aber für mich ist das richtig, was ich als richtig empfinde, was meine Intuition mir sagt. Und nichts anderes, gar nichts anderes. Und deswegen haben wir ein komisches Gefühl dabei, wenn andere Menschen uns von dem abbringen wollen, wo wir intuitiv wissen, dass es richtig ist. Ja, deswegen haben wir da ein komisches Gefühl dabei. Ja, wenn dich jemand kritisiert und sagt, das kannst du nicht und das kannst du nicht, dann hast du ein komisches Gefühl dabei. Ne? Aber trotzdem, wenn du unbewusst bist, setzen sich die Gedanken in deinen Kopf fest und bestimmen ein Stückchen weit die Kreation, deine Lebensumstände. Ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja, da haben wir heute. Wenn dir deine persönliche Entwicklung wichtig ist, melde dich jetzt zum kostenfreien Erstgespräch an und werde auch zu einem bewussten Schöpfer deines Lebens. Informationen findest du unter dem Video oder in den Shownotes.